Neutrino-Voltaikzelle gibt dem Verbraucher bei sich zu Hause 24 Stunden, 7 Tage die Woche ununterbrochen den Strom für seine Elektrogeräte, die er braucht. Wir haben Phänomene, die wir Neutrino-Voltaik, Neutrino-Energie genannt haben, vibrierende Graphen richtig einsetzt zwischen zwei Siliziumplättchen und die verdreht, die sogenannte schräge Streuung der Elektronen in eine Richtung leitet. Okay. Und wenn Elektronen in eine Richtung fließen, ist das Strom. Ist der Strom. Und da geht unser Ansatz hin, dass wir eine dezentrale, autonome Energieversorgung für den Bürger aufbauen und in Zukunft eine Technologie, die eben auch bei völliger Dunkelheit funktioniert. Einen schönen Gruß aus Baden, Vorstadt von Wien. Wir sind heute hier, um ein Interview zum Thema Neutrino aufzuzeichnen. Und ich begrüße ganz herzlich Holger Dossen-Schubert. Technologien, die heutzutage als erneuerbar bezeichnet werden, sind nicht 24/7 verfügbar. Die sind abhängig von äußeren Faktoren, von Wind, von Sonne, von Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Wie ist da die Situation mit den nicht sichtbaren Strahlungen? Das ist genau der Vorteil. Das heißt, wir haben diese Art von verschiedenen anderen Strahlenspektren, das, was wir nicht sehen, 24 Stunden. Das ist der entscheidende Vorteil. Vergleichen Sie mal Neutrino-Voltaik mit einer Solarzelle, die auch bei totaler Dunkelheit funktioniert, dann hat man uns auf den Punkt gebracht. Wir nutzen ein anderes Strahlenspektrum und dieses Strahlenspektrum ist eben 24 Stunden da. Wir haben einen Wirkmechanismus gefunden, wie wir in der Lage sind, dieses Spektrum zu wandeln in elektrischen Gleichstrom und das ist im Grunde das Prinzip der Technologie. Vor allem an Strahlungsformen sehen wir ja ungefähr nur 4%. Das heißt, wir bewegen uns mit dieser Technologie in den 96 anderen Prozenten. Genau, das ist einfach viele Einflüsse. Ich glaube, die sind im Einzelnen auch noch nicht alle erforscht. Können wir uns ein bisschen über die Vorteile der Neutrino-Technologie unterhalten? Wir leben im Zeitalter des Homo electricus. Im Haushalt funktioniert nichts ohne Strom. Das und richtig, ja. Der Strom kommt heute noch bei uns aus der Steckdose wie zu Zeiten der frühen Industrialisierung. Es wird Strom produziert in großer Stärke, in Kraftwerken, der wird hochtransformiert, überall durch die Republik transportiert. Jeder kennt die unsäglichen Hochspannungsleitungen und dann wird der Strom wieder runter transformiert, damit am Ende jeder zu Hause seine Waschmaschine, seinen Kühlschrank, sein Elektrogerät Strom aus der Steckdose nimmt. Und da fängt im Grunde genommen an, das System Neutrino-Voltaik eine andere Denkweise zu implementieren. Okay. Und wir argumentieren einfach, dass die Energie, die man heute braucht für ein einzelnes Elektrogerät, ist sehr gering. Und Elektrogeräte bräuchten auch keinen Wechselstrom, die brauchen eigentlich nur Gleichstrom. Das ist wegen dem Transport der Wechselstrom? Genau, der Wechselstrom wurde nur für den Transport verwendet. Und die Frage für uns war einfach kurze Wege. Energie immer da zu nutzen und bereitzustellen, wo sie gebraucht wird. Ja. Das ändert das System. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ganz wenig Energie, aber wir brauchen sie immer und überall da, wo sie gebraucht wird. Und das ist auch wichtig heute, den Menschen dieses Umdenken klarzumachen. Okay. Wenn Sie sagen, die Solarzelle wäre hier drin und das Handy hätte genug Licht, dann hätte das genug Strom. Und wir hatten ja festgestellt, wir haben nicht immer Licht, dann haben wir nicht immer Strom. Aber die Neutrino-Voltaikzelle, die hier verbaut ist, da sie die anderen Strahlungen nutzt, hat sie eben 24 Stunden den Strom, damit wird dieses Gerät autonom. Und wenn wir jetzt von diesem Handy denken und sagen, okay, das, was funktioniert in dieser Größe, funktioniert auch in etwas größeren Größen, in Ihrem Fernseher oder in der Waschmaschine. Ja, was auch immer ist, Dinge, oder in der Hausversorgung. Und da geht unser Ansatz hin, dass wir eine dezentrale, autonome Energieversorgung für den Bürger aufbauen, wie der privilegiert ist und so eine Solarzelle schon hat, und in Zukunft eine Technologie, die eben auch bei völliger Dunkelheit funktioniert. Und ist es so, dass diese Technologie nur draußen funktioniert oder auch drinnen dieses Spektrum nutzen kann? Genau, das ist jetzt der große Vorteil der unsichtbaren Strahlen, des Wirkmechanismus dieser Energiezelle. Das heißt, diese Energiezelle wirkt, nutzt Strahlenspektren, die auch tief unter der Erde funktionieren. Okay. Das heißt, dieses Phänomen, was bei uns dazu beiträgt, den Gleichstrom entstehen zu lassen, diese Mikrovibration des Graphens, die finden auch 200 oder 300 Meter unter der Erde statt. Das heißt, wir müssen nicht wie die Solarzelle, die ja das Licht braucht, die den direkten Kontakt mit dem Licht braucht. Uns ist wie eine zusammengefaltete Solarzelle, die sie theoretisch unter der Erde und in den Keller steckt. Im Gegensatz zur Solarzelle brauchen wir viel mehr Oberfläche. Ja. Aber der Vorteil ist, dass wir sie schichten können. Das heißt, wenn Sie den Inhalt dieses Powercubes auffalten würden, da kämen wir
ungefähr um 5 Kilowatt Energieleistung darzustellen, kommen wir auf über 1500 Quadratmeter Oberfläche. Okay, das heißt, die Materialien müssen sehr dünn sein, weil der Cube ist ja genau so, dass er durch eine Tür passt. Genau so, die Materialien sind sehr dünn, die Materialien sind in der dritten Dimension geschichtet, aufgebaut. Also wie dieser Cube innen aussieht, das kann man sich später mal anschauen. Das ist, im Grunde genommen ist es eine Geometrie dieser verschiedenen Energiezellen, die dort aufgeschichtet sind. Weil der Power Cube soll keine Blackbox sein, wo man irgendwie aus irgendeiner schwarzen Kiste was rauszaubert. Und wenn man den Wirkmechanismus versteht, versteht man, warum funktioniert es. Genau. Ja. Das, was sich bei uns bewegt, es bewegt sich gewaltig. Das Problem ist nur, mit Ihrem bloßen Auge sehen Sie es nicht. Das heißt, wir kommen in eine Dimension, die Sie aber mit dem Elektronenmikroskop sehr schön sehen. Okay. Und wir haben, ich sag mal, das mikronisierte Windrad, so will ich es mal bezeichnen. Okay. Das heißt, wir haben einen Stoff, das heißt Graphen, das ist ein Kohlenstoff. Ein Kohlenstoffderivat, ein zweidimensionaler Stoff. Okay. Und dieser zweidimensionale Stoff hat eine wunderbare Eigenschaft. Das heißt, es ist wie eine Matte. Wie eine Matte, und diese Matte vibriert. Entscheidend ist, hier vibriert was. Und der Begriff Neutrino, den haben wir mal gewählt, weil wir argumentieren mussten, in der uns umgebenden Umgebung ist ausreichend Energie, und das wurde eben natürlich auch durch den Nobelpreis bewiesen. Das heißt, wir wissen heute, wie viel Energie umgibt uns. Und es geht darum, einen Weg zu finden, wie wir diese Mikrovibration in elektrischen Gleichstrom wandeln. Und da benutzen wir im Einklang der Physik die ganz normalen Regeln. Brownsche Molekularbewegung, okay. Elektronenstreuung, okay. Und nichts weiter passiert, dass man, wenn man dieses vibrierende Graphen richtig einsetzt zwischen zwei Siliziumplättchen und die verdreht, die sogenannte schräge Streuung der Elektronen in eine Richtung leitet. Okay. Und wenn Elektronen in eine Richtung fließen, ist das Strom. Und da fragen wir dann nicht nach, welches der einzelnen Neutrinos das ausgelöst hat, sondern wir haben Phänomene, die wir Neutrino-Voltaik, Neutrino-Energie genannt haben, an denen der Bürger zu Hause, jeder Bürger davon partizipieren kann, indem wir die elektrischen Geräte vorbereiten, entwickeln, die Industrie später fertigt, die mit dieser Technologie eine autonome 24-Stunden-Energieversorgung für den Bürger bereitstellt. Okay. Und der Vorteil ist, er muss den Strom nicht aus der Steckdose nehmen, sondern jeder würde das kennen, wenn er weiß, sein Mobiltelefon plötzlich, er ist nicht mehr verzweifelt, wenn der Akku leer ist. Mhm. Und wir nutzen einfach nur die Dinge, die wir bisher nicht genutzt haben, die schon immer da waren, weil wir heute technisch, physikalisch in der Lage sind, diese Art der Materialien einzusetzen, um daraus den Gleichstrom zu wandeln, den wir brauchen. Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, wo war denn der Ursprung, wo Sie begonnen haben, sich mit dieser Technologieform zu identifizieren? Vater war ein Kernphysiker, die Mutter eine Chemieprofessorin. Aber wir waren schon relativ als Kinder, auch mein Bruder ein Industrieelektroniker und ich, damit konfrontiert, dass mein Vater in den 70er Jahren die ersten Solarzellen mitbrachte. Dann war mein Werdegang ein anderer. Ich habe viele Jahre in der Immobilienwirtschaft verbracht, aber ich habe immer mit 50% meines Herzens die Wissenschaft weiter beobachtet. Und mein Vater fragte mich vor über 10 Jahren um Unterstützung, weil es Professoren gab, die in diesem Forschungsbereich der Oberflächenvergrößerung für Solarzellen gearbeitet haben. Es wurde mit Nanopartikeln gearbeitet. Und damit hat man einfach festgestellt, es gab Instabilitäten im Material. Das heißt, je kleiner Materialien wurden, je instabiler wurden sie. Und diese Instabilitäten waren für die Solarzellen nicht günstig. Aber man fragte sich natürlich, woher kommt das? Wie kann das sein? Was ist das? Im Grunde genommen wurde dieser Side-Effekt, diese Nebenwirkungen weiterentwickelt. Weil man verstanden hat, oh, da bewegt sich was. Man hat es am Anfang nicht genau verstanden. Das heißt, wo wir damals diese Dinge gemacht haben, hatten wir Effekte, ohne genau zu erklären zu können. Heute wissen wir genau, was passiert. Man versteht heute, woher kommt die Energie, wie entsteht die Energie. Wichtig ist, dass man versteht, dass pro Tag, nur mal als Zahl, mehr als 5000 Jahre Weltenergiebedarf an Strahlung uns hier erreicht. Die erreicht uns mal. Und wir aufgerufen sind, mit unseren Köpfen, mit unseren Ingenieuren, mit unseren fähigsten Menschen dieser Welt, diese Art der Energie einfach nur umzuwandeln in einen brauchbaren elektrischen Strom. Und das nutzbar zu machen. Wir haben das heute im Labor alles fertig. Okay. Wir sind wissenstechnisch durch. Und jetzt kommt die nächste Phase. Das ist das sogenannte Industrial Rollout. Das heißt, dieses Wissen muss jetzt in die technischen Geräte kommen. Also wir sind dabei, mit großen industriellen Unternehmen die Massenfertigung dieser Produkte vorzubereiten, dann verschiedenen Vertrieb in den verschiedenen Ländern aufzubauen.
Und wir arbeiten konsequent mit guten Leuten daran. Und dann muss es auch noch zugelassen werden. Dann muss es den DIN-Anforderungen der jeweiligen Gesetzgeber entsprechen. Das stimmt. Und das wird einfach passieren. Aber wichtig ist für jeden zu Hause zu verstehen, da kommt jetzt was Neues. Ich möchte einfach betonen, das ist mir wichtig persönlich, dass wir mit diesen anderen, das sind Gedankenanstöße, das sind technologische Gedankenanstöße, dass ich Menschen gewinnen will, Firmen gewinnen will, die sich es einfach anschauen, die es verstehen, die es nachvollziehen. Und diese mannigfaltigen Möglichkeiten, die sich dahinter verbirgen, nutzen und daraus wirklich etwas aufbauen. Und das wird jetzt passieren in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wir hatten noch nie in der Geschichte die bessere Zeit dafür, es jetzt zu tun. Und ich danke deshalb auch dem ganzen Team, alle Wissenschaftler, alle, die mitbauen, alle Medien, die das verstehen und aufgreifen, die diese Aufklärung betreiben. Und ich glaube, jetzt ist es auch ein Weg, der nicht mehr aufzuhalten ist. Das wissen jetzt Leute, es gibt Technologien, die uns gemeinsam helfen, die Welt in Zukunft anders und besser zu gestalten. Und wenn wir in 5 Jahren nochmal hier sitzen, ist es völlig selbstverständlich, dass unser Handy eben kein Ladegerät mehr braucht, sondern aus einer direkten Umgebungsenergie den Strom bezieht. Eine schöne Vorstellung. Keine Vorstellung, sie wird mit Hilfe aller, die da mitarbeiten, Realität. Gut, ich nehme Sie beim Wort. Dankeschön.